Moin YouTube! Heute geht es um diesen kleinen Kandidaten hier, den Tim No Name Braun. Und da ich heute frei habe, Kinder in der Schule sind, meine Frau muss arbeiten und ich ein bisschen mehr entspannen möchte als sonst, fahren wir heute mal zu einem anderen Ort. Wir sehen uns also gleich draußen und bis gleich. Und da sind wir angekommen, mitten in der Wildnis, fast, wir sind ganz nah dran an der Wildnis, Wildnisser geht hier nicht. Na gut, worum es heute geht, wisst ihr ja, der Tim No Name Braun, ja. Eine nicht so ganz schlau gewählte Farbenbezeichnung, wie ich finde, aber nun, geben das seine, und das tut ja dem Geschmack keinen Abbruch. Eine Black Cavendish Virginia Mischung übrigens, mit sehr breit geschnittenem Virginia. Ich weiß nicht, ob das auf dem Tabakbild zu sehen ist, aber die Mischung ist aromatisiert mit Pflaume und Vanille diesmal. Ja, ich probiere im Moment ein paar Aromaten durch. Wir sind mitten im Umzug sozusagen. Heute habe ich mal frei, meine Frau muss arbeiten, die Kinder sind in Schule und Kita. Also habe ich mir gedacht, ich fahre mal ein bisschen in die Wildnis. Jetzt gehen wir mal abwärts. Und da oben sind nämlich sehr aufdringliche Bremsen. Das tut mir derzeit weh. Mal gucken, ob ich euch hier mal so rumschwenken kann. Ob das was bringt. Die Aussicht hier ist richtig, richtig, richtig klasse. Wie ich finde. Ne? Stadtlarzen da drüben. Die Heimat der Betonbauten und Kleintürkei. Und ja, ich hätte es gleich machen können. Das Messegelände seit über einem Jahr nicht benutzt für Messen, dafür ein riesiges Impfzentrum, wirklich gigantisch groß. Naja, und die Wildnis, nein, aber sowas ähnliches, zumindest Natur. Wenn dieses Rumgeschwenke fast gebracht hat, sehen wir uns jetzt wieder. Ansonsten haben wir einen Schnitt gemacht und sehen uns jetzt wieder. Ich probiere, wie gesagt, gerade ein paar Aromaten durch, weil mein Lieblingstabak und die ganzen Sachen, die habe ich schon eingepackt, auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber so zwinge ich mich dazu, mal die Tabake auszuprobieren, die ich sowieso rumliegen habe und die ich einfach mal ausprobieren wollte. Dieser hier, der Tim No Name Braun mit Pflaume, ist sehr interessant. Pflaume und Vanille passt ja sehr gut zusammen, also auch beim Essen, finde ich, schmeckt mir sehr, sehr gut. Vanillepudding mit Pflaumenmus und daher habe ich gedacht, ach, probier den mal. Ja, der wurde mir noch, glaube ich, da hatte ich noch keine Empfehlung zu, aber ich habe ein paar gekauft, die mir unter meinen Videos und bei Discord und Instagram empfohlen wurden. Und daher habe ich gedacht, heute ist der Tag. Wie gesagt, ich habe frei, ich genieße ein bisschen die Gegend hier, die Ruhe und Stille, die man hat, wenn jetzt nicht gerade die Polizei da mit etlichen Drohnen, naja, sie müssen ja halt auch trainieren. Wo bietet sich das besser an als auf hohem freien Feld? Nur dieses Gesurre die ganze Zeit da hinten, ist es nervig.
Aber wie gesagt, ne, also meckern auf hohem Niveau, weil, guck, ja, das ist schon toll. Und da gehen wir jetzt mal runter, gucken, ob ich das einigermaßen hinkriege. Naja, gut, der Tim No Name Braun ist ein bisschen komplizierter zu stopfen, finde ich, wegen dem sehr breit geschnittenen Virginia Tabak. Aber meckern auf hohem Niveau, denn die Tabakqualität ist sehr, sehr gut. Da kann man nicht im geringsten meckern bei. Feuchtigkeit war, und das sind ja 200 Gramm, diese Vorratspackung, Feuchtigkeit war absolut okay. Und der ist jetzt auch schon eine Weile auf bei mir, weil ich habe mir schon ein paar Mal geraucht, bevor ich so eine Review mache. Und auch da Gummiband drum. Und wenn man weiß, man raucht den nicht täglich oder man raucht den nicht schnell auf, unten ins Gemüsefach beim Kühlschrank, hat mir Herr Dahnpipe persönlich mal gesagt. Das Einbringen in eine Pfeife, wie gesagt, ich würde den für große Pfeifenköpfe empfehlen, denn das ist wirklich breit geschnitten. Und deshalb, da entfaltet er sich einfach besser, denn kann er gut aufgehen. Ich habe ihn in kleineren, mittleren probiert. Oder eben etwas mehr gestopft, als ich eigentlich wollte oder sollte. Einfach nur, um es zu testen, denn entwickelt er nicht so den Geschmack. Wenn man ihn richtig stopft allerdings, wird man belohnt. Und zwar mit einem wirklich schönen, fruchtigen Aroma. Süße. Ich denke mal, von dem wirklich breitgeschnittenen, ich möchte das sehr, sehr oft erwähnen, breitgeschnittenen Virginia-Tabak und natürlich der Vanille-Aromatisierung. Ansonsten, wie gesagt, wird man belohnt, denn er erschlägt dich nicht damit. Ich hatte mal einen anderen, das ist schon Jahrzehnte her, ein Jahrzehnt mindestens. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie der hieß, da wurdest du erschlagen von Pflaume und damals mochte ich das wirklich sehr gerne. Wir hatten damals Schrebergarten, da war so ein Baum und meine Fresse, habe ich das gern gegessen. Und aber der Tabak war auch damals schon nichts für mich. Damals. Ich bin so alt. Wirklich, glaub mir. Für mich sind die 70er 30 Jahre her. Habe ich neulich irgendwo gelesen und so ist das auch für mich. 70er ist 30 Jahre her. Fürchterlich, ne? Naja, gut. Da geht es mir sogar aus, weil ich zu viel labere, siehst du, merkst du. Aber, wie ihr gemerkt habt, letzte Woche konnte ich nicht. Video. Kurzer Ausflug in die Welt in Kronenburg. Denn wir sind am Renovieren im neuen Haus und da müssen wir noch eine Drainage liegen lassen, wie wir jetzt nachträglich erfahren haben. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber machbar. Nur das hätte ich halt gern vorher gewusst, ne? Aber ist auch unsere Schuld. Ja. Man lernt dazu. Gut. Was die Videos betreffen, ich versuche, weil es macht mir halt auch viel Spaß, euch da einfach mal mitzunehmen, wo ich spazieren gehe und so. Und mal mit dem Wind drehen, dass wir vielleicht mal anzünden können. Wenn du brauchst, ne? Ja, hat gereicht. Hat gereicht. Wuhu. Brauchen wir noch einen Stopfer, dann haben wir es. Ja, na gut. Ich versuche das immer zu machen, denn ich brauche das hier zum Meditieren. Wenn du wirklich, du bist am Ackern, kommst von der Arbeit nach Hause, ackerst, dass das Haus fertig wird. Man könnte so einziehen, aber man will ja seinen eigenen Stil da reinbringen und deshalb ist man halt am Ackern. Das wussten wir aber auch vorher schon. Aber das hier ist halt für mich die Meditation und das hier. Ja. So gesundheitsschädlich, und da braucht man nicht drüber reden, wie Rauchen
allgemein ist, hilft mir das doch zu entspannen, mir persönlich, weshalb ich davon erheblich derzeit mehr habe als Gesundheitsschäden. Das wird sich in 20, 30 Jahren zeigen, aber wollen wir mal hoffen, dass ich zu den vielen gehöre, die davon nichts haben. Oder Pech habe und ich gehöre zu den vielen, die davon leider doch was haben. Na gut, aber wir sind Genussraucher. Das nur als kurzen Ausflug. Wie gesagt, ich versuche Videos zu machen. Sobald ich irgendwie Zeit habe, mache ich das, denn ich mag das einfach, euch mitzunehmen hier. Und meine Eindrücke von Tabaken zu schildern. Wenn wir umgezogen sind, das wird im August geschehen, muss ich gucken, wie ich die Videos hochlade, denn es dauert 3 Monate etwa. Wenn wir Pech haben, 3 Monate, bis wir vernünftiges Glasfasernetz da haben. Es ist ausgebaut, aber muss ja noch zu unserem Haus gelegt werden. Wird alles bezahlt, aber es dauert halt. Und so muss ich also auf Congstar zurückgreifen, da 60 Euro im Monat für 200 Gigabyte. Ich muss schauen, wie ich das dann mache, ob ich die Qualität da absichtlich runterschraube, dass es halt nur 360p ist oder 720 höchstens. Ich muss mal schauen. Ich gebe mir da Mühe, denn ich möchte euch ja auch teilhaben lassen, die es interessiert. Deshalb ist dieses Video ein bisschen länger als normal. Aber um jetzt wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, nämlich der Tabak, und entschuldigt diesen Ausflug eben, aber der Tim No Name Braun, wenn du, tja, es gibt davon einfach zu viel. Es ist nichts Besonderes, dieser Tim No Name Braun. Er ist in Ordnung, er hat ein leichtes Pflaumenaroma, was sich durch die Bank weg festhält. Zum letzten Drittel wird er logischerweise ein bisschen stärker und man schmeckt mehr den Tabak hinaus. Man schmeckt mehr den Tabak raus und die Süße vom Virginia, vom breitgeschnittenen Virginia, schwingt immer gut mit. Die ist prägnant, auch bis zum Schluss. Er wird dann, wie gesagt, kräftiger, aber nie, dass er dich irgendwie beißt oder so. Wenn du zu heiß rauchst, logisch, dann schon, aber ansonsten hast du da überhaupt keine Probleme mit. Deshalb kann ich den, was das betrifft, empfehlen. Aber es gibt halt wirklich viele in dieser Sorte und Art quer durch die Bank von allen Anbietern. Und da ist halt auch nichts Besonderes. Außer, das muss man halt sagen, der Preis von diesen Tim No Name Dingern ist fast unschlagbar. Die Qualität stimmt nämlich wirklich. Aber es ist halt keiner, wo ich juble und den hole ich mir wieder. Ich muss mich aber auch nicht zwingen, diese 200 Gramm oder ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch habe, 100, aufzurauchen. Denn das schaffe ich schon. Der schmeckt in Ordnung. Und wie gesagt, ich muss mich nicht zwingen. Er ist gut. Ich werde ihn aufrauchen, ohne die Nase zu rümpfen. Aber ich werde mir nicht nochmal kaufen. Ganz einfach. Es ist nicht so meine Welt. Ich mag Pflaume, Vanille wirklich, wirklich sehr gerne. Aber es ist nichts Besonderes. Sagen wir mal so. Qualität ist top. Zu dem Preis unschlagbar gut und das war's eigentlich mit diesem Tabak. Wirklich gut, ich gebe einen Daumen nach oben, qualitätsmäßig, aromamäßig, ja, Vanille prägnant, Pflaume schwingt ein bisschen mit, süß und leicht. Ich würd ihn nicht als stark bezeichnen oder mittelkräftig, der ist leicht. Zum Ende hin natürlich stärker und kräftiger, aber alles im vertretbaren Rahmen. Gut. Ich muss gucken, wie ich das schneide, weil ich bin jetzt hier bei 20 Minuten. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich bedanke mich bei euch fürs Begleiten, für die Geduld, für die vielen Fragen, für die netten Unterhaltungen, die ich bei Discord habe, im Chat und auch teilweise bei Instagram. Wo tatsächlich kam auch die Frage auf, wie alt ich denn wirklich bin. Und ich bin um einiges älter, als die meisten Leute mich schätzen. Was noch sehr, sehr angenehm ist. Wenn ich dann irgendwann meinen Rentenausweis immer vorlegen muss, weil ich da auf meinen Rabatt bestehe, dann ärgere ich mich vielleicht, aber nein, eigentlich ist es mir scheißegal. Ist mir egal, wie ich aussehe. Ich kriege so viel graue Haare im Bart, was glücklicherweise nicht auffällt, weil ich helle Haare habe.
Ich bilde mir das ein, lasst mich da. Gut, okay, ich schweife wieder ab. Nochmal, ich bedanke mich bei euch fürs Begleiten, fürs Zuhören und Zuschauen. Gebt Acht auf euch, ne? Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss.